Willkommen zu einem neuen Quiz zum Thema Bewegungsapparat. Schauen wir mal, was von deinem Wissen vom medizinischen Masseur noch hängen geblieben ist. Ich lese euch diesmal wieder Aussagen vor und ihr entscheidet, ob sie richtig oder falsch sind. Beginnen wir mit einer Aussage zum Musculus quadratus lumborum. Dieser entspringt an der Spina iliaca anterior inferior. Der Musculus quadratus lumborum findet seinen Ansatz an der 12. Rippe und an den Processi costalis des 1. bis 4. Lendenwirbelkörpers. Schauen wir uns den Musculus iliopsoas an. Macht er eine Flexion und Außenrotation in der Hüfte und eine Seitbeugung in der Lendenwirbelsäule, also der Psoasanteil, und kann er auch den Rumpf vorbeugen bei fixiertem Bein? Entspringt der Musculus iliacus von der Facies glutealis ala ossis ilii? Nächste Frage. Der Musculus piriformis, hat er seinen Ursprung von der Facies pelvica ossis sacri, also von der Ventralseite, und der Incisura ischiadica major? Können bei Erkrankungen im Hüftgelenk die kurzen Außenrotatoren verkürzen? Der Musculus piriformis macht eine Außenrotation, Abduktion und Extension in der Hüfte. Der Nervus ischiadicus kann unter dem Musculus piriformis eingeklemmt sein. Das nennen wir das sogenannte Piriformis-Syndrom. Zu den kurzen Außenrotatoren zählen der Musculus obturator internus und der Musculus obturator externus, sowie der Musculus gastrocnemius superior, der Musculus gastrocnemius inferius und der Musculus quadratus femoris. Schauen wir uns die Ischiochloralgruppe und die Adduktoren an. Der Musculus gracilis beugt zusätzlich im Kniegelenk. Der Musculus adductor magnus entspringt vom Ramus inferioris ossis pubis, vom Ramus ossis ischii bis hierher zum Tuber ischialicum. Der Musculus gracilis setzt proximal an der Fibula an. Der Musculus pectineus entspringt vom Pecten ossis pubis. Der Musculus gracilis entspringt ebenfalls von der Linie pectinea. Alle Adduktoren mit dem Namen Adductor oder mit dem Wort Adductor setzen am Labium mediale der Linie asperan, wobei der Adductor magnus zusätzlich am Tuberculum adductorium seinen Ansatz findet. Die ischiochorale Gruppe streckt in der Hüfte und beugt im Kniegelenk. Alle Muskeln der ischiochoralen Gruppe setzen entweder am Epicondylus medialis oder lateralis des Femurs an. Der Musculus biceps femoris setzt am Caput tibiae an. Die Muskeln der Semisgruppe rotieren das Knie nach innen. Der Ursprung der ischiochoralen Gruppe ist die Spina ischiadica. Die Muskeln der Semisgruppe, wenn wir uns den Semitendinosus anschauen, dann hat er den Ansatz am Pes anserinus superficialis. Schauen wir uns die Gluteusgruppe an. Der Gluteus maximus gliedert sich in einen oberflächlichen und tiefen Anteil. Der oberflächliche Anteil vom Gluteus maximus strahlt in den Tractus iliotibialis ein. Der tiefe, distal gelegene Anteil des Gluteus maximus setzt an der Linie aspera an. Gluteus medius und minimus haben einen gemeinsamen Ursprung an der Facies glutealis der ala ossis ilii, lateral der Ursprungsfläche des Gluteus maximus. Der Gluteus medius entspringt
weiter kranial, der Gluteus minimus weiter caudal davon. Der Gluteus maximus macht eine Flexion in der Hüfte, eine Außenrotation und eine Adduktion über den Traktus. Schauen wir uns den Unterschenkel an. Die Peroneusgruppe mit Peroneus longus und brevis sind für die Pronation zuständig, also für das Heben des seitlichen Fußrandes. Der Musculus tricepsure bildet die hintere oberflächliche Wadenmuskulatur und besteht aus drei Anteilen, die über die Achillessehne ansetzen. Der Musculus gastrocnemius entspringt über dem Trochanter major und minor des Femurs. Die beiden Muskelbäuche des gastrocnemius gehen in eine gemeinsame Sehne über und setzen mit dem Musculus sartorius am Tuber calcanei der Achillessehne an. Der Musculus tibialis anterior, der Flexor digitorum longus und der Flexor pollicis longus ziehen über den Malleolus medialis der Tibia. Der Musculus soleus entspringt vom Caput fibulae und der Hinterfläche der Fibula aus dem proximalen Drittel und der Hinterfläche der Tibia, der Linea musculi solei. Das Compartimentum crurus anterius enthält den Musculus tibialis posterior, den Musculus extensor digitorum brevis und den Musculus extensor hallucis longus. Der Musculus extensor hallucis longus macht eine Dorsalextension im oberen Sprunggelenk und eine Extension der Großzehe. Die Muskeln der Extensorenloge machen alle eine Dorsalextension im oberen Sprunggelenk. Der Musculus tibialis anterior setzt an der Basis os metatarsale 1, also plantar, an und am os cuneiforme mediale. Die Extensorenloge liegt dorsal am Unterschenkel. Schauen wir uns die thorakale Muskulatur an. Der Musculus pectoralis major setzt am Trochanter minor an. Der Musculus pectoralis minor setzt am Processus coracoideus an. Der Musculus pectoralis minor senkt und dreht die Scapula und ist ein Atemhilfsmuskel. Der Musculus coracobrachialis macht eine Retroversion des Armes. Der Musculus pectoralis major hat drei Anteile und entspringt mit der Pars clavicularis an der Clavicula, mit der Pars sternalis vom Sternum und von dem ersten bis fünften Rippenknorpel und mit der Pars abdominalis von der Faszie des Musculus rectus abdominis. Wie immer wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei all deinen Prüfungen. Bleib dran, bald kommt das nächste Video raus zum Thema: Wie gut kennst du dich bei Bändern, Muskeln und Gelenken aus?